So, Leute, ich habe mich rasiert, weil einige sagten, dass ich mir diesen Pennerbart abrasieren soll. Nein, das war nicht der Grund. Ich hatte einfach Lust drauf. So, mein erstes Update-Video, jetzt wo ich nicht mehr in Deutschland wohne, sondern in den Niederlanden und irgendwie kann ich die Kamera nicht stillhalten. Mein Stativ ist noch nicht hier, meine Lichter sind noch nicht hier, mein Stativ so zum Rumlaufen ist noch nicht hier, deshalb muss ich das jetzt mit meiner Hand machen. Und ich dachte, ich mache einfach mal ein kurzes Update, zeige euch hier so, wie ich wohne, denn es ist halt etwas anderes als in Essen. Und ja, vielleicht machen wir das zuerst. Also, das ist so mein eigener Bereich. Schreibtisch, Stuhl, ganz viel noch Sachen zu erledigen. Unimäßig, das ist echt das Beste. Das Whiteboard, was ich benutzen kann. Und ja, wie ihr seht, habe ich noch so ein paar Sachen, die ich noch wegschmeißen muss. Bisschen Zeugs hier, bisschen Kleidung da, Bett, definitiv sehr viel gemütlicher. Meine persönlichen Kosmetikprodukte immer noch zu viele. Bisschen minimalisieren muss ich da echt noch machen. Endlich mal einen vernünftigen Spiegel und das bin ich. Hallo. Und mein Bücherregal. Das Allerbeste ist ganz einfach die Aussicht. So, ich dachte, ich fange einfach mal an und erzähle so ein bisschen über meine Lebenssituation jetzt. Ich wohne ja in einer WG zusammen. Wir sind insgesamt fünf, und zwar fünf Jungs aus aller Herren Ländern: USA, China, Taiwan, Albanien und halt ich aus Deutschland. Und das funktioniert ziemlich gut. Wir verstehen uns super. Ich bin der einzige Vegetarier und Veganer hier, was aber nicht schlimm ist, weil ich schon eine andere Veganerin kennengelernt habe, also wir wollen uns jetzt regelmäßig treffen und halt kochen und so. Voll cool, das ist wirklich wichtig, aber ich meine selbst. Mich stört das gar nicht so, dass, ja, dass die anderen hier Fleisch essen und tierische Produkte, weil, keine Ahnung, irgendwie, warum sollte mich das stören? Ich bin sowieso in letzter Zeit jetzt irgendwie, seitdem ich hier bin, einfach total relaxed. Ich meine, es ist nicht so, als ob ich keinen Stress hatte, deshalb habe ich ja halt auch so lange nichts mehr hochgeladen, weil ich musste ja umziehen, all die Sachen hier noch organisieren, die man halt organisieren muss, ein paar Mal zu IKEA, einkaufen, neue Leute kennenlernen, Leute aus meinem Programm kennenlernen, etc. Schon die ersten Sachen lesen, weil jetzt, ich hatte ja schon eine Woche mit Vorlesung, jetzt beginnt es halt richtig. Und ja, da hatte ich einfach nicht so viel Zeit. Ich war irgendwie ständig unterwegs, ständig auf Achse, aber trotzdem habe ich einfach ein so großes inneres Gefühl von einfach Ruhe und Gelassenheit und das ist unfassbar schön. Das ist einfach ganz anders als alles, was ich jemals in Deutschland hatte. Und was auch sehr dazu beiträgt, ist, dass ich ja, wie ich euch gerade gezeigt habe, einfach total im Grünen wohne. Ich fahre 5 Minuten raus und stehe im Wald. Und deshalb habe ich jeden Morgen die Möglichkeit, so für 20, 30 Minuten, vielleicht auch eine Stunde, mich aufs Rennrad zu setzen und einfach ein bisschen durch die Gegend zu fahren oder einfach auf meiner Fensterbank zu sitzen, weil die ungefähr so breit ist. Ich habe mir da eine Decke hingelegt. Ich kann mich einfach ans Fenster setzen und ein Buch lesen. Das ist so. Also ein Luxus für mich. Es sind einfach die einfachen Sachen, die Natur, die ich hier habe, die Lage, die ist für mich einfach unbeschreiblich gut. Das ist ganz anders als alles, was ich jemals hatte, als alles, wo ich jemals gewohnt habe. Und das tut mir einfach total gut. Es tut mir so unfassbar gut. Und ach, ich freue mich jetzt einfach hier darauf, hier zu studieren, hier neue Möglichkeiten zu haben. Ich starte so ein bisschen mit voller Kraft. Hab schon die ersten Gespräche geplant, um meinen Doktor danach hier zu machen, nachdem ich mit dem Master fertig bin, weil man ja Drittmittel einwerben muss. So läuft das ja heutzutage in der Wissenschaft und müsste ich bis September nächsten Jahres machen, zumindest den Antrag abgeben bei der niederländischen Wissenschaftsorganisation. Also kommen wieder ganz viele Sachen auf mich zu, aber es gefällt mir ja einfach. Es ist sogar noch besser, als ich es mir vorgestellt habe. Einfach weil wir auch hier als Team in unserer Wohnung total gut zusammen funktionieren. Und ja, ich total das Gefühl habe, dass ich jetzt mein Leben so organisieren kann, wie ich es möchte. Dass ich es jetzt genauso in die Hand nehmen kann, wie ich möchte. Und dass ich auch viele von meinen Ängsten tolles Wort, Christian. Die niederländische Sprache hat schon einen Einfluss auf dich. Zurückhaltungen, ihr wisst, was ich meine. Ich versuche es jetzt gar nicht erst, das richtige Wort zu finden. Abbauen kann und ja, mich auch als Person weiterentwickeln kann, gerade weil die Uni einem da unfassbar viele Möglichkeiten bietet.
also an Extracurriculars, also so an anderen Aktivitäten, die halt nicht jetzt vorgeschrieben sind, so ein bisschen wie AGs ungefähr. Und da freue ich mich einfach total drauf. Und ja, ich werde jetzt das Video machen, was einige von euch angefragt hatten mit, ja, wie macht man das, was muss man alles beachten, wenn man in die Niederlande umzieht, weil das halt auch ein bisschen viel Bürokratie ist. Aber es funktioniert ganz gut. Und ja, wenn ihr was Spezielles wissen wollt, lasst es mich wissen. Ich bin gerade irgendwie zu relaxed, um über was nachzudenken. Oh, dieses Video, es war fast eine komplette Verschwendung, habe ich das Gefühl. Naja, es wird besser. Ich verspreche es. Ich gelobe Besserung. Und wenn ihr irgendwelche Niederlande-spezifische Themen haben wollt, dann sagt es mir gerne. Ich wollte auf jeden Fall was machen mit so traditionellen Lebensmitteln, weil es da inzwischen sehr viele vegane Alternativen zu gibt, was richtig cool ist. Und ja, bis dann.